Mein Tipp beim Streichen von Schubladen: nur den bei geschlossenem Zustand sichtbaren Teil streichen. Damit vermeidet ihr, dass die Schublade klemmt. Und Türen entweder abschrauben oder das Scharnier abkleben. Wenn ihr mit Kreidefarbe arbeitet, so wie hier mit der Chalk Paint von Annie Sloan, dann ist ein Abschleifen des Möbels nicht notwendig. Es muss aber sauber, staub- und fettfrei sein. Und außerdem, weniger ist mehr. Der erste Anstrich muss noch nicht komplett deckend sein. Nach den Anstrichen kann versiegelt werden. Ich nutze hier das klare Wachs von Annie Sloan und den passenden Wachspinsel. Neue Knäufe sind immer das einfachste Mittel, um einem alten Möbel einen neuen Look zu verleihen.